Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Das Leiden Jesu nach den Schauungen der Anna Katharina Emmerich. Es war ungefähr 9 Uhr abends, als Jesus mit den Jüngern nach Gethsemane kam. Die Erde war düster, der Himmel mondhell. Jesus war sehr traurig und verkündigte die Nähe der Gefahr. Die Jünger waren bestürzt darüber. Und im Garten Gethsemane, wo eine Art Laubhaus ist, sagte er zu 8 der Begleiter, bleibt hier, während ich an meinen Ort zu beten gehe. Den Petrus, Johannes und Jakobus, den Älteren, nahm er mit sich und ging über einen Weg einige Minuten weiter in den Ölgarten am Fuße des Berges hinan. Er war unbeschreiblich traurig. Er fühlte die ihm nahende Angst und Versuchung. Johannes fragte ihn, wie er, der sie sonst immer getröstet, nun so bange sein könne. Da sagte er, meine Seele ist betrübt bis zum Tode. Und er blickte umher und sah von allen Seiten Angst und Versuchung, wie Wolken voll schrecklicher Bilder sich nahen. Und da war es, wo er den 3 Aposteln sagte, bleibet hier und wachet mit mir, betet, auf dass ihr nicht in Versuchung fallet. Und sie blieben an dieser Stelle. Jesus ging noch etwas vorwärts, aber die Schreckbilder drangen dermaßen zu ihm heran, dass er tief geängstigt links von den Aposteln hinabging und sich unter dem Felsenüberhang, über welchem sie rechts in einer Vertiefung geblieben waren, in eine etwa 6 Fuß tiefe Höhle verbarg. Als Jesus sich von den Jüngern trennte, sah ich rings einen weiten Kreis von Schreckbildern heranziehen und sich immer mehr um ihn verengen. Seine Trauer und Angst wuchsen, und er zog sich zagend in die Höhle zurück, gleich einem, der von einem furchtbaren Gewitter verfolgt, ein Obdach sucht, um zu beten. Aber ich sah alle die drohenden Bilder ihm in die Höhle nachfolgen und immer deutlicher und deutlicher werden. Ach, es war, als umfasse diese enge Höhle die Gräuel- und Angstbilder aller Sünden und ihrer Last und ihrer Strafe, vom Falle der ersten Menschen bis zum Ende der Welt. Denn hier am Ölberge kamen auch Adam und Eva aus dem Paradiese vertrieben, zuerst auf die unbewirtbare Erde herab. Und hier in dieser Höhle haben sie getrauert und gezagt. Ich fühlte deutlich, dass ich Jesus seinem bevorstehenden Leiden hingeben werde und sich der göttlichen Gerechtigkeit zur Genugtuung für die Sünden der Welt aufopfern wollte. Er zog gewissermaßen seine Gottheit mehr in die heiligste Dreifaltigkeit zurück, um sich aus unendlicher Liebe in seiner reinsten, wahrhaftigsten, unschuldigen Menschheit bloß mit der Liebe seines menschlichen Herzens gerüstet, der Wut, aller Angst und allen Leiden hinzugeben für die Sünden der Welt. Für die Wurzel und Entfaltung aller Sünde und bösen Lust genug zu tun, nahm der barmherzigste Jesus aus Liebe zu uns Sündern die Wurzel aller reinigenden Sühnung und heilenden Peinen in sein Herz auf und ließ dies unendliche Leiden zur Genugtuung für unendliche Sünden wie einen tausendarmigen Baum von Schmerzen alle Glieder seines heiligen Leibes, alle Sinne seiner heiligen Seele durchdringen und durchwachsen. Ich sah alle diese Ärgernisse in unermesslichen Bilderreihen aus allen Jahrhunderten bis auf unsere Zeit und weiter bis zum Ende der Welt, in allen Formen des kranken Irrwahns, des hoffärtigen Trugs, der fanatischen Schwärmerei, des falschen Prophetentums, der ketzerischen Hartnäckigkeit und Bosheit an der Seele des armen Jesus vorüberziehen. Alle abtrünnigen Selbstrechtfertiger, Irrlehrer und Scheinheiligen, die Verführer und die Verführten höhnten und peinigten ihn, als sei er ihnen nicht recht gekreuzigt, nicht bequem ans Kreuz geschlagen nach ihren Gelüsten und der Auslegung ihres Dünkels. Und sie zerrissen und zerteilten den ungenähten Rock seiner Kirche. Jeder wollte den Erlöser anders haben, als er sich aus Liebe gegeben. Unzählige misshandelten ihn, höhnten ihn, leugneten ihn.
Unzählige sah er, die mit stolzem Achselzucken und Kopfschütteln an ihm, der die rettenden Arme nach ihnen ausbreitete, vorüberzogen, dem Abgrunde entgegen, der sie verschlang. Unzählige andere sah er. Sie wagten nicht offen, ihn zu verleugnen. Aber weichlich geekelt zogen sie an den Wunden seiner Kirche, die sie doch selbst zu schlagen geholfen, vorüber, wie der Levit an dem Armen, der unter die Mörder gefallen war. Er sah, wie sie sich von seiner verwundeten Braut trennten, wie feige, treulose Kinder ihre Mutter verlassen zur Nachtzeit, wenn Räuber und Mörder einbrechen, denen unordentlicher Wandel den Eingang geöffnet hat. Er sah sie vom wahren Weinstock getrennt, lagern unter den wilden Reben. Er sah sie als irrende Schafe den Wölfen preisgegeben, auf schlechter Weide von Mietlingen umgetrieben. Und sie wollten in den Schafstall des guten Hirten nicht eingehen, der das Leben für seine Schafe hingegeben. Er sah sie heimatlos umherschweifen, und sie wollten seine Stadt, hoch auf dem Berge liegend, die nicht verborgen bleiben konnte, nicht sehen. Er sah sie auf den Sandwogen der Wüste, von wechselnden Winden hin und her getrieben und ohne Einheit. Aber sie wollten das Haus seiner Braut, seine Kirche, auf den Fels gebaut, bei der er zu sein versprochen, bis ans Ende der Tage, und welche die Pforten der Hölle nicht überwältigen, nicht sehen. Sie wollten nicht eingehen durch die enge Pforte, um den Nacken nicht zu beugen. Er sah sie jenen folgen, die anderswo und nicht zur Türe eingegangen waren. Sie bauten wandelbare, verschiedenartige Hütten auf den Sand, ohne Altar und Opfer, und hatten Windfahnen auf den Dächern. Nach diesen drehte sich ihre Lehre. Aber sie widersprachen einander und verstanden sich nicht und hatten keine bleibende Stätte. Er sah, wie sie oft ihre Hütten abbrachen und die Trümmer gegen den Eckstein der Kirche schleuderten, der unverrückt lag. Viele aus ihnen sah er, da Finsternis herrschte in ihren Hütten, nicht zu dem Lichte gehen, das auf den Leuchter gestellt war im Hause der Braut, sondern sie schweiften draußen mit geschlossenen Augen um den geschlossenen Garten der Kirche, von dessen Wohlgerüchen allein sie noch lebten. Sie streckten die Arme nach Nebelbildern und folgten Irrsternen, die sie zu Brunnen ohne Wasser führten, und hörten am Rande der Gruben nicht auf die Stimme der rufenden Braut und belächelten hungernd mit stolzem Mitleid Diener und Boten, welche sie zum hochzeitlichen Mahle einluden. Sie wollten nicht eingehen in den Garten, denn sie scheuten die Dornen des Zaunes. Und der Herr sah sie von sich selbst berauscht, verhungern ohne Weizen und verdursten ohne Wein. Und erblindet vom Eigenlichte nannten sie die Kirche des fleischgewordenen Wortes unsichtbar. Jesus aber sah sie alle und trauerte und wollte leiden für alle, die ihn nicht sehen, ihm ihr Kreuz nicht nachtragen wollten in seiner Braut, der er sich selbst im heiligsten Sakramente gegeben, in seiner Stadt auf dem Berge erbaut, die nicht verborgen bleiben kann, in seiner Kirche auf den Fels gegründet, welche die Pforten der Hölle nicht überwältigen werden. Alle diese unzähligen Bilder des Undanks und Missbrauchs an dem bitteren Versöhnungstode meines himmlischen Bräutigams sah ich bald in abwechselnder Art, bald in gleich schmerzhafter Wiederholung vor der betrübten Seele des Herrn vorüberziehen und sah, wie der Satan in mancherlei Schreckgestalten in diesen Gesichtsbildern, die durch sein Blut erlösten, ja selbst die durch sein Sakrament gesalbten Menschen vor seinen Augen hinwegriss und erwürgte. Jesus sah und betrauerte allen Undank, alles Verderben der ersten, der späteren, der jetzigen und der zukünftigen Christenheit. Alle diese Erscheinungen, zwischen welchen immer die Stimme des Versuchers seiner Menschheit zuflüsterte, sieh, für solchen Undank willst du leiden, drangen mit solchem Greuel und Hohn und in solchem Ungestüm auf Jesum zu, und in so steter Wiederholung an ihm vorüber, dass eine unaussprechliche Angst seine menschliche Natur bedrängte.
Christus, des Menschensohn, rang und wand die Hände. Er stürzte wie getränkt hin und wieder auf die Knie. Und sein menschlicher Wille kämpfte einen so schweren Kampf gegen den Widerwillen, für ein so undankbares Geschlecht so Unaussprechliches zu leiden, dass der Schweiß wie dicke Blutstropfen in Strömen von ihm nieder zur Erde rann. Ja, er war so bedrängt, dass er wie hilfesuchend umherblickte und Himmel und Erde und die Lichter des Firmaments als Zeugen seiner Leiden anzusprechen schien. Es war mir, als hörte ich ihn ausrufen, ach, ist es denn möglich, solchen Undank zu erleiden? Gebet Zeugnis meiner Not. Da war es, als treten der Mond und die Sterne mit einem Ruck näher heran. Ich fühlte im Augenblick, dass es heller war. Jesus erhob in dieser Bedrängnis einige Augenblicke seine Stimme mit lautem Jammer. Und ich sah, dass die drei Apostel aufsprangen und mit erschreckt gehobenen Händen zu ihm hinhorchten und zu ihm hineilen wollten. Aber Petrus schob Jakobus und Johannes zurück und sagte, bleibet, ich will zu ihm gehen. Und ich sah ihn hineilen und in die Höhle treten. Meister, sagte er, was geschieht dir? Und er stand zagend, als er ihn so ganz voll Blut und Schrecken sah. Jesus aber antwortete nicht und schien ihn nicht zu bemerken. Da kehrte Petrus zu den beiden zurück und sagte, wie er ihm nicht geantwortet und nur wimmere und seufze. Da wuchs ihre Trauer. Sie verhüllten das Haupt und saßen und beteten unter Tränen. Ich aber wendete mich wieder zu meinem himmlischen Bräutigam in seiner bitteren Angst. Die Gräuelbilder des Undanks und des Missbrauchs der künftigen Menschen, deren Schuld er auf sich genommen, deren Strafe er zu dulden sich hingab, strömten immer grässlicher und stürzender auf ihn zu. Sein Kampf mit dem menschlichen Widerwillen gegen das Leiden währte fort. Mehrmals hörte ich ihn ausrufen, Vater, ist es möglich für diese alle zu leiden? O Vater, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen? So geschehe dein Wille. Bei und in diesen gedrängten Erscheinungen der missbrauchten göttlichen Barmherzigkeit sah ich den Satan nach der Art der Missetaten in verschiedenen Gestalten des Abscheulichen. Die Schlange sah ich anfangs nicht so häufig. Zuletzt aber sah ich sie mit einer Krone auf dem Haupt riesenhaft mit entsetzlicher Gewalt hervorstürzen und mit ihr von allen Seiten große Heerscharen jedes Standes und Geschlechtes auf Jesum heranbringen. Mit allen möglichen Misshandlungsmitteln, Instrumenten und Waffen versehen, kämpften sie teils in einzelnen Momenten selbst untereinander, dann aber alle wieder mit furchtbarem Grimme gegen den Herrn. Es war ein entsetzliches Schauspiel. Sie höhnten, spien, fluchten, warfen, gossen Unrat, schleuderten, stachen und hieben gegen Jesu. Ihre Waffen, Schwerter und Spieße, hoben und senkten sich wie die Dreschflegel einer unabsehbaren Tenne. Und sie wüteten alle gegen das himmlische Weizenkörnlein, das zur Erde gekommen und in ihr gestorben, um alle ewiglich mit dem Brote des Lebens in unzähliger Frucht zu nähren. Ich sah Jesum inmitten dieser ergrimmten Scharen, unter welchen mir auch viele blind erschienen, so erschüttert, als würde er wirklich von ihren Waffen getroffen. Ich sah ihn von einer Seite zur anderen wanken, bald sank er nieder, und ich sah die Schlange mitten unter diesen Heeren, die sie stets von Neuem herantrieb, mit ihrem Schweife hin und her schlagen und alle, die sie niederschlug oder umschlangen, erwürgen, zerreißen und verschlingen. Ich erhielt aber eine Erkenntnis, dass die Menge der ihn zerfleischenden Heerscharen die unermessliche Zahl jener sei, welche Jesum Christum, den mit Gottheit und Menschheit, Leib und Seele, Fleisch und Blut unter den Gestalten des Brotes und Weines im heiligsten Sakrament wesentlich gegenwärtigen Erlöser in diesem Geheimnisse auf die mannigfaltigste Weise misshandeln.
Ich erkannte unter diesen Feinden Jesu alle Arten von Beleidigern des heiligen Sakramentes, dieses lebendigen Unterpfandes seiner ununterbrochenen persönlichen Gegenwart bei der katholischen Kirche. Ich sah mit Entsetzen alle diese Misshandlungen von der Vernachlässigung, Nichtbeachtung bis zur Verachtung, zum Missbrauch und zur greulichsten Gottesschänderei, von der Abwendung zu den Götzen der Welt und dem Dünkel und der falschen Wisserei an, bis zur Irrlehre und Unglaube, Schwärmerei, Hass und blutige Verfolgung. Alle Arten von Menschen sah ich unter diesen Feinden, ja sogar Blinde und Lahme, Taube und Stumme und selbst Kinder. Blinde, welche die Wahrheit nicht sehen wollten, Lahme durch Faulheit, die ihr nicht folgen wollten, Taube, welche seine Warnungen und seinen Weheruf nicht hören wollten, Stumme, welche nicht einmal mit dem Schwerte des Wortes für ihn kämpfen wollten, Kinder im Gefolge weltgesinnter und darum gottvergessener Eltern und Lehrer, mit weltlicher Lust verfüttert, mit eitlem Wissen berauscht, an göttlichen Dingen geekelt oder ohne sie verkommen und auf immer verdorben. Unter den Kindern, welche mich überhaupt sehr dauerten, weil Jesus die Kinder so sehr liebte, sah ich auch besonders viele schlecht belehrte, übel gezogene, unehrerbietige Messdiener, die Christum in der heiligsten Handlung nicht ehren. Ihre Schuld fiel teils auf die Lehrer und die bedachtlosen Kirchenvorsteher. Mit Schrecken aber sah ich, dass selbst viele Priester hohen und niedrigen Ranges, ja selbst solche, die sich für gläubig und fromm hielten, zur Misshandlung Jesu im heiligsten Sakramente beitrugen. Ich will von den vielen, die ich so unglücklich sah, nur eine Art erwähnen. Ich sah da sehr viele, welche die Gegenwart des lebendigen Gottes im allerheiligsten Sakramente glaubten, anbeteten und lehrten, sich dieselbe aber doch nicht besonders angelegen sein ließen. Denn den Palast, den Thron, das Gezelt, den Sitz und königlichen Schmuck des Königs des Himmels und der Erde, nämlich die Kirche, den Altar, den Tabernakel, den Kelch, die Monstranz des lebendigen Gottes und alle Gefäße, Geräte, Zierden, Festgewande und allen Schmuck und Dienst seines Hauses, ließen sie ohne Pflege und Sorgfalt. Diese Unbilden gegen Jesum im heiligsten Sakramente sah ich durch unzählige Kirchenvorsteher vermehrt, welchen das Gefühl für die Billigkeit fehlte, mit dem auf dem Altare gegenwärtigen Erlöser wenigstens das ihrige zu teilen, der durch sich selbst ganz für sie hingegeben, sich ganz für sie im Sakramente zurückgelassen hat. Ja, auch bei den Ärmsten sah es oft besser aus als bei dem Herrn des Himmels und der Erde in seiner Kirche. Ach, wie bitter betrübte Jesum, der sich selbst ihnen zur Speise gegeben, diese schlechte Gastfreiheit. Es braucht ja keines Reichtums, den zu bewirten, der, auch den Becher kalten Wassers dem Dürstenden gereicht, tausendfältig belohnt. Und wie dürstet er selbst nach uns? Wenn ich ein Jahr lang erzählte, würde ich nicht fertig werden, alle die verschiedenen Misshandlungen Jesu Christi im heiligsten Sakramente aufzuzählen, welche ich in solcher Weise erkannte. Alle diese Beleidiger sah ich nach Art ihrer Schuld mit verschiedenen Waffen in großen Scharen auf den Herrn eindringen und niederschlagen. Ich sah aus allen Jahrhunderten ehrfurchtslose Kirchendiener, leichtsinnige, sündhafte, unwürdige Priester bei dem heiligen Messopfer und der Spendung des heiligsten Sakraments und Scharen von lauen und unwürdigen Empfängern desselben. Ich sah unzählige, welchen der Quell allen Segens, das Geheimnis des lebendigen Gottes, ein Schwur und Fluchwort des Ingrimms geworden war. Wütende Kriegsleute und Teufelsdiener, welche die heiligen Gefäße verunreinigten und das hochwürdige Gut verschütteten, greulich misshandelten oder gar in schrecklichem höllischem Götzendienst schändeten. Neben diesen grässlichen, rohen Misshandlungen sah ich unzählige feinere Gottlosigkeiten, die ebenso abscheulich erschienen. Ich sah viele durch schlechtes Beispiel und treulose Lehre vom Glauben an die Verheißung seiner Gegenwart im heiligen Sakramente abfallen und ihren Heiland nicht mehr in demselben demütig anbeten.
Ich sah in diesen Scharen eine große Menge sündhafter Lehrer, die Irrlehrer geworden. Sie kämpften anfangs untereinander selbst und wüteten dann vereint gegen Jesum im heiligsten Sakramente seiner Kirche. Ich sah eine große Schar dieser abtrünnigen Sektenhäupter das Priestertum der Kirche verschmähen und die Gegenwart Jesu Christi im Geheimnisse des heiligen Sakramentes, so wie er dieses Geheimnis der Kirche selbst übergeben und sie es treu bewahrt hat, bestreiten und verleugnen und durch ihre Verführung unzählige Menschen von seinem Herzen reißen, für die er sein Blut vergossen hat. Ach, es war schrecklich, dieses anzusehen. Denn ich sah die Kirche als den Leib Jesu, dessen einzelne zerstreute Glieder er alle mit seinem bittern Leiden verbunden hatte. Und ich sah, als würden alle jene Gemeinden oder Familien und alle deren Nachkommen, die von der Kirche getrennt wurden, wie ganze Stücke von seinem lebendigen Leibe schmerzlich verwundend und zerfleischend losgerissen. Ach, und er blickte und jammerte ihnen so rührend nach. Er, der die unendliche Zertrennung und Zerstreuung der Menschen zu dem einen Leibe der Kirche, zum Leibe seiner Braut zu sammeln, sich selbst dem heiligen Sakramente zur Speise hingegeben hatte, sah sich in diesem seinem Brautleibe durch die bösen Früchte des Baumes der Spaltung zerreißen und zerspalten. Der Tisch der Vereinigung im heiligen Sakramente, sein höchstes Liebeswerk, in dem er ewig bei den Menschen bleiben wollte, ward durch die falschen Lehrer zum Markstein der Trennung. Und wo es allein würdig und heilsam ist, dass viele eins werden am heiligen Tische, wo der lebendige Gott selbst die Speise ist, da mussten seine Kinder sich scheiden von den Ungläubigen und Irrgläubigen, um sich nicht fremder Sünde schuldig zu machen. Ich sah auf diese Weise, wie sich ganze Völker von seinem Herzen losreißen. Es war schrecklich zu sehen, wie anfangs wenige sich trennten und wie sie dann als ganze Völker wiederkehrten und sich feindlich im heiligsten Geschieden einander gegenüberstanden. Zuletzt aber sah ich alle von der Kirche Getrennten in Unglauben, Aberglauben, Irrglauben, Dünkel und falscher Weltwissenschaft verwildert und ergrimmt, in großen Kriegsheeren verbunden, gegen die Kirche stürmen und wüten und die Schlange mitten unter ihnen treibend und würgend. Ach, es war, als sehe und fühle Jesus sich selbst in unzählige feine Fasern zerreißen. Der Herr sah und fühlte in dieser Bedrängnis den ganzen Giftbaum der Spaltung mit allen Zweigen und Früchten, die sich fortspalten bis ans Ende der Tage, wo der Weizen in die Scheuer gesammelt und die Spreu ins Feuer geworfen wird. Das Entsetzliche, das ich alles gesehen, war so ungeheuer und schauderhaft, dass eine Erscheinung meines himmlischen Bräutigams mir barmherzig die Hand dabei gegen die Brust legte mit den Worten: Niemand hat dieses noch gesehen, und dein Herz würde vor Schrecken zerspalten, wenn ich es nicht hielte. Ich sah Jesum wieder in der Höhle betend. Er kämpfte noch gegen den menschlichen Widerwillen zu leiden. Er ward müde und zagend und sagte: Mein Vater, ist es dein Wille, so nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Nun aber öffnete sich die Tiefe vor ihm, und wie auf einer lichten Bahn sah er viele Stufen in die Vorhölle hinab. Da sah er Adam und Eva, alle Altväter, Propheten und Gerechten, die Eltern seiner Mutter und Johannes den Täufer, so sehnsüchtig seiner Ankunft in der Unterwelt harrend, dass sein liebendes Herz gestärkt und ermutigt war. Diesen schmachtenden Gefangenen sollte sein Tod den Himmel erschließen. Er sollte sie selbst aus dem Kerker ihrer Sehnsucht herausführen. Nachdem Jesus diese Himmelsbürger der Vorwelt
mit inniger Rührung angeschaut hatte, führten ihm die zeigenden Engel alle Scharen der künftigen Seligen vorüber. Es war dieses ein unbeschreiblich schönes, erquickendes Bild. Alle zogen sie in ihrer Zahl, Gattung und Würde, mit ihrem Leiden und Wirken geschmückt, an dem Herrn vorüber. Er sah das innerste unerschöpfliche Heil und Heilige seines bevorstehenden Erlösungstodes. Es zogen die Apostel, die Jünger, die Jungfrauen und Frauen, alle Märtyrer, Einsiedler und Bekenner, alle Kirchenhäupter und Bischöfe, alle künftigen Scharen der Klosterleute, ja alle Heere der Seligen an ihm vorüber. Alle waren geschmückt mit Siegeskronen ihrer Leiden und Überwindungen. Und die Verschiedenheit der Blumen in ihren Kronen nach Gestalt, Farbe, Geruch und Kraft wuchs gleichsam aus der Verschiedenheit der Leiden, Kämpfe und Siege hervor, in welchen sie die Glorie errungen hatten. Alles, ihr Leben und Wirken, die einzige Würde und Kraft ihres Kampfes und Sieges und alles Licht und alle Farbe ihres Triumphes hatten sie allein aus der Vereinigung mit den Verdiensten Christi. Das gegenseitige Wirken und Beziehen aller dieser Heiligen auf und untereinander und ihr Schöpfen aus einem einzigen Brunnen, aus dem heiligen Sakramente und dem Leiden des Herrn, war eine unaussprechlich wunderbar rührende Erscheinung. Nichts erschien zufällig an ihnen. Tun und Lassen, Marter und Sieg, Erscheinung und Kleidung, alles so Verschiedene spielte in unendlicher Harmonie und Einheit ineinander. Und diese ganze Einheit der größten Mannigfaltigkeit kam aus den Strahlen und Lichtfarben, aus einer einzigen Sonne, aus dem Leiden des Herrn, des fleischgewordenen Wortes, in dem das Leben war, das Licht der Menschen, das in die Finsternis leuchtet, welche es nicht erfasst hat. Es war die Gemeinschaft der künftigen Heiligen, welche vor der Seele des Herrn vorübergeführt wurde. Und so stand der Herr und Heiland zwischen der Sehnsucht der Altväter und dem Siegeszug der künftigen Seligen, welche sich gegenseitig erfüllend und ersättigend wie eine große Siegeskrone das liebende Herz des Erlösers umgaben. Dieser unaussprechlich rührende Anblick gab der Seele des Herrn, der alles menschliche Leid über sich ergehen ließ, einige Stärkung und Erquickung. Ach, er liebte ja seine Brüder und Geschöpfe so sehr, dass er auch um den Preis einer einzigen Seele alles gern erlitten hätte. Diese Bilder erschienen als künftige über der Erde schweben. Jetzt aber verschwand dieses tröstende Bild. Und die zeigenden Engel führten nun dicht an der Erde, weil ganz nahe bevorstehend, sein ganzes Leiden vor seinen Augen vorüber. Es waren viele Engel dabei in Tätigkeit. Die Bilder sah ich dicht vor ihm und deutlich, vom Kusse des Judas bis zu seinem letzten Worte am Kreuze. Alles sah ich da wieder, was ich bei den Betrachtungen der Passion sehe. Judas Verrat, die Flucht der Jünger, Hohn und Leiden vor Annas und Kaiphas, Petri Verleugnung, Pilati Gericht, Herodes Verspottung, die Geißelung und Dornenkrönung, das Todesurteil, das Sinken unter der Kreuzeslast, die Begegnung der heiligen Jungfrau, ihr Hinsinken, der Hohn der Schergen gegen sie, Veronikas Schweißtuch, die grausame Annagelung und Aufrichtung am Kreuze, den Hohn der Pharisäer, und die Schmerzen Marias, Magdalenas und Johannes und die Eröffnung seiner Seite. Kurz alles,
Alles wurde vor seiner Seite deutlich und klar mit allen Umständen vorübergeführt. Alle Gebärden, alle Empfindungen und Worte der Menschen sah und hörte ich den erschütterten, geängsteten Herrn sehen und hören. Alles nahm er gerne an. Allem unterwarf er sich gerne aus Liebe zu den Menschen. Am schmerzlichsten betrübte ihn seine schamlose Entblößung am Kreuze, um die Unkeuschheit der Menschen zu sühnen. Und er flehte doch, einen Gürtel am Kreuz zu haben, dieses möge doch von ihm abgewendet werden. Und ich sah, zwar nicht von den Kreuzigern, aber von einem guten Menschen Hilfe bevorstehen. Jesus sah und fühlte auch die gegenwärtige Trauer seiner Mutter, welche aus innerem Mitgefühl mit seinem Leiden im Tal Josaphat bewusstlos in den Armen der beiden sie begleitenden heiligen Frauen lag. Am Schlusse der Leidensbilder sank Jesus wie ein Sterbender auf sein Angesicht. Die Engel und Bilder verschwanden, der Blutschweiß rann heftiger als vorher von ihm. Ich sah ihn durch die anliegenden Stellen seines gelblichen Gewandes dringen. Es war nun dunkel in der Höhle. Gebet zu Jesus in Todesangst am Ölberg. O Jesus, der du im Übermaß deiner Liebe und um unsere Hartherzigkeit zu überwinden, einen Gnadenstrom über diejenigen ergießest, welche dein heiligstes Leiden im Garten von Gethsemane betrachten und die Andacht zu demselben fördern. Ich bitte dich, hilf meiner Seele und meinem Herzen, oft, doch wenigstens einmal am Tage, an deine allerbitterste Todesangst im Ölgarten zu denken. O gebenedeiter Jesus, welcher du in jener Nacht die ungeheure Last unserer Sünden auf dich genommen und vollkommen gesühnt hast. Gewähre mir das übergroße Geschenk einer vollkommenen Liebesreue über meine zahlreichen Sünden, für welche du Blut geschwitzt hast. O gebenedeiter Jesus, um deines allerheftigsten Kampfes im Garten Gethsemane willen, gewähre mir endgültigen Sieg über die Versuchungen, besonders über jene, welcher ich am meisten unterworfen bin. O leidender Jesus, um deiner für uns unergründlichen und unaussprechlichen Todeskämpfe willen, in jener Nacht des Verrates und der bittersten Seelenängste, erleuchte mich, damit ich deinen Willen erkenne und erfülle, und gib, dass ich immer wieder an deinen erschütternden Kampf denke und betrachte, wie du ihn siegreich bestandest, um nicht deinen, sondern den Willen des Vaters zu erfüllen. Allerheiligste Dreifaltigkeit, gib, dass ich die Kenntnis und damit die Liebe zur Todesangst Jesu am Ölberg auf der ganzen Welt verbreite. Gewähre, o Jesus, dass alle, die dich am Kreuze liebend betrachten, sich auch deiner unermesslichen Ölbergsleiden erinnern, dass sie, deinem Beispiel folgend, gut beten und siegreich kämpfen lernen, um dich einst im Himmel ewig verherrlichen zu können. Amen.